Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pikmin und ja, wir sind wieder beim Endboss. Oder kurz davor. Wir müssen jetzt erstmal hier durchlaufen. Lasst sie in Ruhe, passt schon. Kommt, einfach weiterrennen, einfach weiterrennen. Scheiß drauf, wer jetzt hier vor die Hunde geht, ist, oh Gott, selber schuld. Aber ich brauche so viele Pikmin, wie es geht, deswegen kann ich mich hier nicht mit Kleinigkeiten da lassen. So, kommt, 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 kommt. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. So, hier auch. So, und jetzt. Schmeißen. Und weg hier. Plopp. Und plopp. Ich bleibe auf der Seite. Und schmeißen. Und wieder mitkommen. Ja. Boah, jetzt ist es eklig. So, ja. So ein ekelhafter Boss. Und schmeißen. Roll dich. Roll dich. Und jetzt trinkt ihr erstmal. So, schmeißen, 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 schmeißen. Weg da, weg da, weg da, weg da. Roll, 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 roll. So, und gleich weiter. Und weg. Bam, das hat weh getan. Oh, das waren auch meine Pikmin dabei. Habe ich gerade gesehen. Eine Menge von meinen Pikmin. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh Gott. Ich stelle mich gerade dämlich an, Leute. So, kommt runter. Au. So. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich es schaffe. Ja. Kommt runter. Zu mir. Und der ist auch weg. Klopp. Ich denke, ich habe die Chance, den jetzt hat. Zu mir. Hauptsache, ihr verliert jetzt gerade keine. So, ja. Und jetzt ist er besiegt. So, tötet ihn. Tötet ihn. Wow. Das ist so eklig. Ein Schuh. So, ja. Gestanklimit. Der Gestank muss von diesem Objekt ausgehen. Schmeiß das Ding kaputt. So, alle, die jetzt noch nichts getrunken haben, trinken. Und ihr geht an das Ding. Ja gut, ich kann es tragen. So, schauen wir mal, wie viel wir hierfür brauchen. 20, okay. Geht mal daran. Naja, super, das war jetzt zu viel. Nein. Jetzt warte mal, ich brauche hier 4. 1, 2, 3 und 4. Der Rest muss hier ran. Super, geil. Es fehlt hier überall einer. Kommt her, Leute.
einfach alle her und tragt den Schuh. Der Schuh ist mir jetzt wichtig. Schluss. Was anderes ist mir nicht wichtig. So. Oh. Gott, ey. Das war nicht einfach, Leute. Das war wirklich nicht einfach. Hüpf. Und ja, wir haben einen Schuh. 100 ist er wert. Name, abstoßender Fortsatz. Dieses Objekt verfügt über Luftpolster unter seiner Oberfläche. Es eignet sich hervorragend für die Stiefel, die ich gerade anfertige. Oh, ich muss ihn wieder sprechen. Verarbeitung abgeschlossen. Nanoverarbeitung der Flinkstiefel durchgeführt. Durch zirkulierende Luft unter den Sohlen wird der Luftwiderstand aufgehoben. Sie können sich schneller bewegen und sie werden durch die nasalen Attacken des Rüssellauis nicht mehr fortgeweht. Okay, schön. Na, wenigstens etwas. Oh, ich hätte gleich oben bleiben können. Du Arsch. So, leben da noch welche? Ich möchte jetzt hier nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, dann raste ich aus. Komme ich da durch? Ja, geil, da komme ich sogar hoch. Hopp, da auch. So, und die sind mir ziemlich scheißegal. Oh. Nach oben. Möchtest du mit deinem Pikmin fliehen? Ja, möchte ich. Eindeutig. Ich möchte raus. Ich möchte sofort hier raus. Schau dir das an, was wir hier kriegen. 1500 haben wir gemacht. Höhle erforscht. Wobei das eher nach Höhle erforscht ausschaut. 15 von 15 Schätzen. Speichern. Halleluja, das war echt die schwerste Höhle, die ich bis jetzt gemacht habe. Wow. Respekt, Leute. Das haben wir gut gemacht. 50% der Schulden sind beglichen. Das heißt, wir haben sozusagen die Hälfte des Spiels durch... Okay, Ulnima ist immer noch ziemlich im Arsch. So, jetzt habe ich nämlich noch was vor. Oh, ja. Ich nehme mir noch so ein paar von denen mit. Und... Werde, kommt alle mit. Wir haben noch einen halben Tag Zeit. Das hoffentlich schaffen wir das noch. Und wir haben wieder volle Leben. Das ist auch gut. So. Kurz auf die anderen warten. Ich bin jetzt nämlich schneller. Von daher... muss ich ab und zu doch mal auf die warten. So, lauf. Lauft, meine kleinen Freunde. Lauft. Weil ich möchte mir den einen Schatz noch holen, damit ich, falls dieser Gegner respawnt, den nicht mehr machen muss. So, auf geht's. Auf geht's. So, alle da? Ja, alle da. Schön. So, hier hoch. Und jetzt hier nach oben werfen. Hopp. Muss mehr sein. Hopp. Einfach immer mehr machen. Komm, noch ein paar mehr. Könnt ihr nicht noch mehr tragen? Okay, gut, egal. Das wird jetzt erstmal zurückgebracht. I'm happy. Ich bin happy. Halleluja. Das war echt... Diese ganze Höhle zu machen, war nicht einfach. Kann man da noch was machen, Leute? Nein. So, euch nehme ich auch noch mit.
Feine Pikmin, feine Pikmin. Bring die jetzt noch schnell zurück. Und dann bin ich vollkommen glücklich. So, ja. Was können wir denn sonst noch machen? Wir haben jetzt noch eine Höhle, die hoffentlich nicht ganz so schwer wird, weil nur drei Elemente da drauf sind. Und ich glaube, wir haben noch einen Schatz hier. Ich denke mal, dass noch ein Schatz da ist. Sonst, weil wir die Karte mal anschauen. Es ist nicht mehr viel da, was wir hier entdecken können. Genau, und der Schatz wird hier wahrscheinlich im Wasser sein. So wie ich das Spiel kenne. Das heißt, ich brauche blaue Pikmin. Haha. Wo ich ja so viele davon habe. So. Der läuft irgendwie komisch. So. Bringt das noch schön rein. Olima liegt immer noch tot am Boden. Ja, komm. Tretet noch ein bisschen über ihn. Kein Problem. Yay, yay, yay. Plopp. So eine Riesenkrone einfach mal eingesaugt. 120. Name Unsagbares Wunderwerk. So, habe ich jetzt alle? Nein, mir fehlen noch ein paar. Erstmal die reinbringen. Die anderen suche ich mir noch. So. Wow. Ganz... Wow, ich habe echt viele davon. Von denen auch. Halleluja. Ja, und... Noch ein paar Sumos. Habe ich auch nicht mehr so viele. So, dann schauen wir mal, was noch fehlt. Hier haben wir noch ein paar rote. Das sind alle. Okay. Hier noch schnell alle rein. Jetzt habe ich noch ganz kurz Zeit, uns meine blauen zu holen. Kommt raus, kommt raus, kommt raus. Kommt, kommt, kommt. Es sind nicht viele, aber wenigstens ein paar. So, holt euch die Sachen. Haben wir noch irgendwo eine Pflanze, die ich nicht gesehen habe? Nein. Habt ihr fein gemacht. Ich bin stolz auf euch. Plopp, plopp. Okay. Wieder herkommen. Einmal und das zweite Mal. Jetzt haben wir wenigstens zwei blaue mehr. Besser als nichts, ne? Oh. Okay. Ja, was gibt's jetzt noch zu tun? Eigentlich nichts mehr. Wir haben eigentlich alles. Die Folge ist zwar noch ein bisschen arg kurz, aber... Naja, kein Problem. Das werden wir trotzdem irgendwie packen. So, Tag beenden. Ja. Ja. Erster einzig Überlebende. Olima liegt da. Na, jetzt steht er auf. Zack. Und zack. Ja, wir starten nochmal. Die Kreaturen lassen wir jetzt auch mal außer Acht. Und Halleluja, ich hab's geschafft. Ich kann's immer noch nicht glauben. Ich bin total baff, dass ich diese Höhle geschafft habe. Wow. Ja, heute haben wir echt gut Geld gemacht. Ich fand den Ehepartner-Alarm am coolsten. Der war genial. So. Wow, wir haben zwei Sumo-Picken bekommen. Geil. Aber insgesamt 143 Stück verloren. Halleluja. Z. Ja. Im Kampf heute 162. Eins durch Wasser, drei durch Explosion, eins durch Gift. Wow, insgesamt 167 verloren. 162 nur durch Kampf. Halleluja. Ich bin ein Massenmörder. Olima, Sie sind mein Held. Die halben Schulden sind getilgt. Trotzdem muss ich untertauchen. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Und keine Faulenzereien. Speichern. Ja, er muss untertauchen.
Gut. Aber Leute, seht es an. Grenzlandhöhlen 15. Ich freue mich schon echt. Das ist das erste Level. Ich bin gespannt, wie hier die letzten Dungeons werden. Und hier. Boah, übel. So, gut, wir werden das nächste Mal ein bisschen weitermachen. Mir ist jetzt gerade mein Handy fast runtergefallen, deswegen habe ich kurz gestockt. Ich weiß noch nicht, ob ich das mysteriöse Gebiet machen werde oder erstmal ein paar blaue Pikmin mir farmen. Das werde ich, ja, das werde ich kurzfristig entscheiden. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit Let's Play Pikmin 2 für heute von mir, Dragonios. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall irgendwie schon, auch wenn es nicht unbedingt ab und zu so war. Okay, ich sag mal lieber nichts mehr. Bis dann. Ciao, ciao.